Nachdem ich das Glück hatte, zu dem Gründungsgremium dieser Klinik zu gehören, vor dem Jahr 2000, habe ich dann angefangen, mich zu befreien von meiner Bonner Tätigkeit, um hier in Berlin an der Friedman Klinik tätig werden zu können. Und so bin ich dann am Ende des Jahres 2002 hier als Chefarzt eingetreten, habe diese Tätigkeit bis Ende 2006 ausgeübt. Aber ich bin ja nach wie vor tätig als Behandler in dieser Klinik, was auch ein Beleg dafür ist, dass ich sie nach wie vor für sehr gelungen halte. In meiner Chefarztzeit haben mich am meisten gefreut die Einstellungen von Personal, wo ich wirklich sehr gute Kandidaten zu sehen bekam. Und dies vor allem bei den Psychologen, die waren großartig. Und ich habe dann eben sehen können, wie sehr dieser Auswahlprozess dazu führt, dass man später eine sehr enge und warmherzige Beziehung hat und Beziehung behält. Das heißt, noch heute stehe ich in einem guten und engen Verhältnis zu denen, die ich damals habe einstellen können.